Fast zwei Jahre mussten sich Magdeburgs Wasserratten zumindest in der kalten Jahreszeit in den restlichen Schwimmhallen drängeln. 21 Monate lang wurde die Schwimmhalle in Diesdorf umfassend saniert. Fast nicht wiederzuerkennen, wurde sie vor einigen Wochen wieder für Sport und Freizeit freigegeben. Langjährige Magdeburger werden sich vielleicht noch erinnern, wie das Areal des Stadions der Bauarbeiter an der großen Diesdorfer Straße einmal ausgesehen hat. Eine Zeit lang war dort sogar eine Radrennbahn, auf der auch Tefe Schur, hier rechts auf dem Foto, Erfolge feierte wie hier bei der Harzrundfahrt 1960. Und die Schwimmhalle war anfangs ein offenes Bad mit Sprungturm. Die 1950 eröffnete Anlage bot damals 4000 Zuschauern Platz. 1966 fasste man dann den Plan, die Anlage zu überdachen und 1971 wurde die Schwimmhalle, wie sie bis 2009 bestand, eröffnet. Einer, der sich ausführlich mit der Geschichte der Sportanlage befasst hat, ist Lutz Koch. Das Ergebnis ist eine reich bebilderte Broschüre, die anlässlich der Wiedereröffnung der sanierten Halle erschien und für 3 € beim Fachbereich Schule und Sport der Landeshauptstadt erhältlich ist. Aus ihr stammen auch die historischen Aufnahmen. Was sagt der Sportenthusiast und frühere Kampf- und Schiedsrichter zur neuen Halle? Die Halle ist eigentlich sehr gut gelungen. Den Bauleitern und der Stadt muss Dank gesagt werden für diese schöne Halle. Sicherlich ist das ein oder andere Problem noch zu klären im Laufe der nächsten Tage, der nächsten Woche, wo einige Kleinigkeiten sicherlich für die einzelnen Sportarten noch geändert oder angepasst werden müssen. Einige Probleme wurden von Nutzern schon bald kritisiert. So das schwierige Einsteigen von Behinderten in das Becken oder der nicht optimale Betrieb der Sauna. Außerdem ist das neue Becken für internationale Wettkämpfe 20 cm zu schmal. Es zu verbreitern hätte einen zu hohen Aufwand bedeutet. Die Sportler der Wasserballunion Magdeburg, die ab sofort wieder hier ihre Bundesligaspiele austragen und die nach der Eröffnung nur ein paar Kostproben ihres Könnens abgaben, stört das freilich nicht. Insgesamt besteht die Sportanlage bereits 85 Jahre, wie Lutz Koch verriet. Man muss ja davon ausgehen, dass diese Sportanlage 1926 durch die Post gekauft wurde, draußen das Land. Und es wurde dann zuerst ein Fußballstadion gebaut. Und Anfang der 50er Jahre war durch den Baugeneral Hermann Erdwig, ist also hier eine Sportanlage entstanden mit Radrennbahn, mit Schwimmstadion, wo die ersten deutschen Meisterschaften stattgefunden haben. Die Wasserballer der Stadt Magdeburg sind ja und haben den Ruf der Stadt weit über die Grenzen hinausgetragen durch Europameisterschaften, Teilnahme und durch Teilnahme am Europapokalspiel. Wir sind also über 25 Mal, wenn man die Vereine mit einbezieht, wie Hellas, MSC 96, sind das ja alles Mannschaften gewesen, die den Ruf weit über die Straße hinausgetragen haben. Und man kann ja sagen, jetzt haben sie wieder beste Bedingungen, also um in der Bundesliga wieder richtig mitzumischen. Ich hoffe, dass diese Bedingungen auch durch die Mannschaften genutzt werden, dass die Mannschaften also viel Kraft investieren, um hier ihre Leistungen weiter zu steigern und dann natürlich in der Gruppe A den Aufstieg schaffen werden. Immerhin hat die Stadt mit Unterstützung des Bundes 7,9 Millionen Euro in die Sanierung der Halle unter Beachtung energetischer Gesichtspunkte investiert. Neben dem Schwimmbecken mit 8 Bahnen wurden eine neue Zuschauertribüne mit 300 Plätzen, 2 Saunen, ein großzügiger Imbissbereich sowie Büroräume, ein Mehrzweckraum und moderne Umkleideräume errichtet. Auch der OB zum ersten Mal in der neuen Halle zeigte sich angetan. Ja, das ist natürlich jetzt die größte Baumaßnahme aus dem Konjunkturpaket. Und wenn man sich hier einfach umschaut, bin ja gerade das erste Mal reingekommen, ich habe es noch nicht gesehen. Ist das schon beeindruckend und sieht toll aus. Die Farbe hier drin und die moderne Gestaltung, also ich finde das wirklich für die Stadt ein Riesengewinn. Der Bauminister sagt eben schon, Konjunkturpaket 2, eins der größten Maßnahmen. Das Konjunkturpaket läuft jetzt quasi aus. Wie sieht es mit den anderen Sportstätten in Magdeburg aus? Die sind ja fast alle fertig bei uns. Wir haben ja jetzt gerade auch noch den Beginn schon gehabt der Schwimmhalle in Nord. Und damit sind dann ja alle Schwimmhallen in der Stadt saniert. Also ich glaube, in Magdeburg muss sich niemand... was Schwimmhallen betrifft und Sportstätten betrifft, irgendwie beklagen. Da sind wir sehr, sehr gut ausgestattet. Zur modernen Ausstattung der Schwimmhalle gehören auch Daten- und Telefonvernetzung, Einbruch- und Brandmeldeanlagen, ein elektronisches Kassensystem sowie die Zeitmesstechnik für die Schwimmwettkämpfe und die Videowand- und Spielstandsanzeige für die Wasserballer.
Die Zeitmessung wurde aber beim Staffelrennen am Eröffnungstag noch nicht benötigt. Am Start waren Rettungsschwimmer, Schulklassen und zum Schluss sogar Stadträte. SPD-Fraktionschef Hans-Dieter Bromberg war einer der Schlussschwimmer. Abgekämpft musste er eingestehen, dass 50 Meter ganz schön lang werden können. Das wohl wahr. Ich habe immer mal versucht, so ein bisschen zu üben, wie lang könnten 50 Meter sein. Aber am Ende musste ich ein bisschen stoppen und habe aber auch gedacht, ich wäre ohnehin vorne. Also habe ich es ruhig dann angehen lassen. Aber insgesamt muss man am Ende doch ganz schön pusten. Aber du hast richtig gekämpft. Wolltest noch den Sieger ringen? Die vom VSB waren ein bisschen schneller. Da waren drei, aber du hast hier weitig aufgeholt. Ich habe ja sogar gedacht, ich wäre noch der Erste, sonst hätte ich gar nicht gestoppt. Ja. Aber dann könnte ich jetzt noch nicht mal was sagen, denke ich mal. Aber ist super. Also die Halle ist erstens ja so und so nicht wiederzuerkennen. Es ist ja eine neue. Und für den Aufwand, sage ich mal, ist das ein Highlight geworden. Das ist so mein erstes Gefühl auch, als ich reinkam. Und hier zu schwimmen macht einfach Spaß. Das Wasser, wie warm ist es heute? Also geschätzt 25 Grad und ich war angenehm. Also es ist nicht zu warm, wenn man jetzt auch eine längere Strecke geschwommen ist. Also passt genau. Und dein Tipp für die Magdeburger, alle herkommen? Mit Sicherheit. nicht um die Investitionen wieder zu refinanzieren, sondern einfach, weil es Laune macht, weil es Spaß macht, weil eine herrliche Atmosphäre da ist. Und die kann man täglich genießen. Montags ab 8 Uhr, die anderen Wochentage sogar ab 6.30 Uhr, entweder bis 18 oder 20 Uhr, sowie am Wochenende von 10 bzw. 11 bis 16 Uhr. Wobei am Wochenende Wettkämpfer auch einen Strich durch die Rechnung machen können. Der Eintritt kostet für Erwachsene für eine Stunde 3 Euro, jede weitere halbe Stunde einen weiteren Euro. Wer öfter kommen will, sollte die rabattierte 10er-Karte nehmen. Ermäßigungen gibt es ebenso. Wer die Sauna nutzen will, muss noch etwas drauflegen.